Hallo, zurück zu Rise of the Tomb Raider. Und jetzt geht's um den mit dem Kampf um den Bären. Da ist er, oder? Schnell! Lauter Aufregung treffe ich ihn nicht. Ah. Scheiße. Ich hab ihn, oder? Ja, ich hab ihn. Puh. Und ich bin noch nicht mal gestorben. Was Geschenkpacks? Sie können ihn im Shop öffnen. Okay. Habe ich wieder. Ja, armes Bärchen. Ich kann es aber jetzt nicht ändern. Ich muss ihn töten. So, mal gucken, ob es hier irgendwas Schönes gibt in seinem Versteck. Da gibt es schon mal was. Ja, super. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe, oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ach man, diese ganzen Botschaften hier, es ist ja fürchterlich. Okay, da komme ich auch weiter. Automatische Pistole. Gut. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basislagern freizuschalten. Gut. Gletscherkaverne. Da kann ich hoch mich festhalten, aber ob ich das schaffe, ist eine andere Frage. Ich probiere es einfach mal auf gut Glück. Oh! Okay, das ging nach hinten los. Verdammt! Aber das war nicht meine Schuld. Denn das ist einfach zerbrochen. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil.
Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Aber der immer mit seinen Ketzer. Ob ich da hochkomme? Ich wage es mal. Es hält. Allerdings hat mir das jetzt eigentlich nicht so viel gebracht. Höchstens, dass ich dann wieder zurückkomme. Gut, ich gucke nämlich erstmal hier weiter, ob es noch irgendwas gibt. Also da hätte ich schon wieder ein bisschen Platzangst. Scheiße, muss ich ehrlich sagen. Das wird echt kalt. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Ja, das sagt mir was. Pfeifpfeil. Habe ich in irgendwelchen Filmen schon mal gesehen? Also der ist keine Waffe, der ist einfach zum Erschrecken oder so. Oder warnen. Oh je. Das ist sicher mächtig kalt. Eine Peiße diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Super. So, das war's hier, glaube ich. Drücke doch. Ah, ein neues Basislager. Sehr schön. Erstmal hier drüben gucken. Okay, Fähigkeiten. Kämpfer. Was gab's denn da Schönes? Setzen Sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich abgepasstes Drücken von Dreieck und außer Gefecht. Feinde, die durch lautlose Kills erledigt werden, werden automatisch ausgeplündert. Ja, ist alles nicht schlecht, aber ich gucke jetzt nochmal hier. Hatte ich noch nichts? Erlangen Sie die Chance beim Plündern von durch Bögen erledigten Feinden Pfeile zu... Das hatte ich doch schon. Aber hier hatte ich, glaube ich, noch nichts. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr RP. Stellen Sie aus roten Benzinkanistern Bomben und aus feindlichen Funkernährungsminen her. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Überlebensverstecke. Brandbomben. Wir machen das mal, wir können das ja auch ganz gut gebrauchen. Ich habe noch einen Punkt. Guck mal bei Kämpfer nochmal.
Ausweichkonter, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich mach mal das. So. Also im Endeffekt brauchen wir ja natürlich alles. So, Munition. Giftpfeile kann ich herstellen. Mehr Pfeile gibt's nicht. Ausrüstung. So. Was haben wir denn hier? Aber warum kann ich das nicht erhöhen? Was fehlt mir da jetzt in der Mitte? Das kann ich jetzt nicht erkennen, was das ist. Okay, da warte ich lieber erstmal, bis ich das erhöhen kann. Ich kann aber nicht erkennen, was das ist, was mir da fehlt. Ihr könnt es mir ja mal sagen, aber bis dahin würde es mich nicht wundern, wenn ich es schon rausgefunden habe. Ich weiß es aber nicht. Upgrades verfügbar, das ist sehr schön. Gewickelte Sehne. Was reduziert die Fingerspannung für zusätzliche Haltezeit? Ja, das machen wir einfach mal. Ist ja alles wichtig. So, das können wir doch irgendwie verbessern. Wir auch. Gut, das haben wir soweit alles eigentlich. Oh Gott, ich dachte schon, sie schafft's nicht. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Tja, wer weiß. Aber ist schon cool irgendwie. Moment, bitte ganz kurz. Das ist mongolisch, aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Dann schauen wir mal. Lösen Sie antike Rätsel. Gut. Von hier aus müsste ich darüber kommen. Ich weiß aber nicht, ob das Rätsel ist, aber ich denke mal schon. Eisschiff. Da oben muss irgendwas sein. Auch wenn es optional ist, aber ich möchte es gern machen. Wir müssen uns beeilen, oder? Ich weiß es nicht. Aber hier ist noch was. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht. Aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen.
Ja, ich glaube, das Nickerchen ist tödlich geendet. Weil das ist wirklich so, wenn es kalt ist oder so und man schlägt das Eis aufbrechen. Sehr ungünstig. Aber wie breche ich das? Moment mal, das ist doch... Aber wie mache ich das jetzt zur Hölle? Kann ich da drauf schießen? Bringt das überhaupt was? Sollte ich vielleicht erstmal hier hin? Nee. Nee, es bringt nichts. Das hat keinen Sinn so. Probieren wir es also mal so. Ach, du liebes bisschen. Wie gut, dass Lara keine Höhenangst hat. Also schießen kann ich nicht. Ja, geschafft. Na wunderbar. Geht doch. Geht doch. Da muss ich anscheinend hin. Dieses Gefäß. Irgendwie muss man es doch bewegen können. Nicht andersrum, andersrum, okay. Ich muss irgendwas. Jetzt ist Timing gefragt. Ah ja, ich habe so ein Gefühl, was ich machen muss. Ja. Das dachte ich mir nämlich. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Oh nein. Oh, ich dachte schon. Das war knapp jetzt. Ich dachte, ich bin jetzt zu früh abgesprungen und das war's. Hoffe ich. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Na? Pfeile, sehr schön. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Geraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Geraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. So, hier ist noch was. Aber ist noch irgendwo anders was? Scheint nicht so. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs.
herausfordernd. Schnell hintereinander zwei Pfeile. Das ist schon mal praktisch. Okay. Grab abgeschlossen. Schön. So, hier kommen wir bestimmt wieder runter. Na. Ja, das kenne ich halt noch aus den aus den vorigen Tomb Raider Teilen gab es das ja auch, solche Gräber. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Mhm. Ja, Lara kennt sich besser mit sowas aus als ich. Okay, da müssen wir hin. Aber ich gucke erstmal hier, ob wir jetzt... Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Da kommen wir bestimmt einfach nur zurück. Gut, gehen wir hier lang. Das war knapp. Ein bisschen knapp. Was ist das jetzt eigentlich hier gewesen? Ich kann Knochen oder was? Was ich da eingesammelt habe. Und wieder schwimmen, wie es scheint. Oh Gott. Oh Gott, wo komme ich jetzt hier hoch? Shit. Ich ersticke. Also ich bin bestimmt irgendwo jetzt vorbeigeschwommen, wo ich hätte rauskommen können. Aber ich habe es einfach nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, okay. Ja, die Sache ist, man muss auch irgendwann aufhören, den Kreis zu drücken. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Sein Virus? Was sind das hier so? Ach, das ist die Sonne. Ich dachte, das sind das Farbliches hier. Oh, Sowjetanlage. Hat sie nicht auch vorhin was von Kaltem Krieg gesagt? Wenn ich mich richtig erinnere. Oh. Das ist sie. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals.
Oh, du blöde Kuh. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer... Also da denkt man, man hat eine neue Freundin gefunden und dann ist die so bescheuert. Also ich meine, ich kann einerseits verstehen, dass man misstrauisch ist. Die scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Ja, nur die Sache ist, ich habe ja gar keinen. Ich habe keine Pistole, oder? Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Beirre ich mich? Ach komm, ich muss sowieso noch einiges für einen Pfeilenköcher sammeln. Deswegen machen wir das jetzt so. Gut, und ich mache jetzt hier einen Stopp und bis zum nächsten Mal.